Und damit herzlich willkommen zu einem Horrorspiel. Putrefaction heißt es, glaube ich. Denke ich. Steht hier oben zumindest. Und dies ist, wie gesagt, ein Horrorspiel, das ich auf Steam zugelegt habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es gekostet hat. Es war auf jeden Fall, glaube ich, nicht kostenlos. So viel kann ich sagen, aber mehr als 2 Euro hat es auch nicht gekostet. Also ist jetzt nicht unbedingt so ein AAA-Titel zu erwarten. Hier hinten sieht man schon unser wahrscheinlich Endgegner. Oder einen Gegner zumindest in dem Spiel. Ich sage jetzt schon mal im Voraus, ich hasse Horrorspiele. Ich hasse sie einfach. Jetzt nicht aus einem bestimmten Grund, sondern einfach, weil ich der schreckhafteste Mensch der Welt bin. Und damit ihr auch seht, wie scheiße schreckhaft ich bin, gibt es das hier. Hi. Man dürfte mich erkennen, ja. Im bläulichen Schimmer. Boah, ich habe so gar keinen Bock auf das Spiel. Aber ich muss mal wieder was auf dem Kanal hochladen. Deshalb habe ich mir überlegt, das Spiel wird es sein. Das habe ich nämlich gerade installiert gehabt. Ich hätte noch Spooky's Jumpscare Mansion, aber das ist halt hier so weniger gruselig, sondern mehr Jumpscare. Was hätte ich noch? Ich glaube, Coma Mortuary habe ich noch. Das habe ich aber schon mal gespielt. Das finde ich deshalb nicht allzu so spannend. Und das hier habe ich jetzt noch kein einziges Mal gespielt. Das ist blind für mich. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich habe mal kurz in die Optionen geguckt. Ich habe bei Controls gesehen, Fire. Das heißt, man muss zurückschießen. Schauen wir mal, was gibt's noch? Jump, Space, Flashlight, F, Reload, R, ja, ist klar, WASD, Secondary und Fire. Schauen wir mal, was es hier gibt. Ja. Geht's noch weiter? Nein, geht's nicht. Windowed Mode, ruhig nicht. Oh. Machen wir so. Gut, dann würde ich sagen, ich will nicht. Alter, ich will sowas von nicht. Ich kann keine Horrorspiele, Entschuldigung. Aber wir spielen die Kampagne. Ich bin sehr gespannt. Ich will aber eigentlich gar nicht. Boah, Alter. Ihr könnt es euch selber durchlesen. Auf Englisch kann ich zurzeit nichts lesen. Also einfach. Ihr könnt ja Stopp drücken und es durchlesen und dann können wir weitermachen. Also ich drücke jetzt weiter. Nein, bitte nicht. Was ist das? Ah. Ich weiß nicht, was das ist. Oh nein. Ach, hier müssen wir anscheinend raus. Crouchen geht nicht. Oh Mann, ich will gar nicht. Oh nein. 300 Schuss haben wir, wie ich sehe. Ich bleib hier oben in der Ecke. Ich mache nichts mehr. Ich bleib hier einfach. Oh nein, ich will da nicht, dass sich da was bewegt. Nee, okay. Boah, ich. Alter. Boah, ich will nicht. Ich habe jetzt schon keinen Bock. Wie viel? 3 Minuten? 3,5 Minuten nehme ich jetzt auf. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Haben wir auch einen Lebensbalken? Ja, das rote oben links ist dann vermutlich mal unser Lebensbalken. Warum spiele ich das? Kann mir jemand mal erklären, warum ich das spiele? Kann ich da was nehmen? Nein. F, Flashlight kann ich anmachen. Och nee. Ich will gar nicht. Da geht's runter, da gehen wir dann gleich mal lang. Boah, Alter. Ist schon cool gemacht mit diesen roten Partikeln, die hier rumfliegen. Eine Schleichfunktion haben. Ist da gerade eine Axt? Liegt da eine Axt? Warum nicht die. Nein, ich will Waffe. Ach, das ist gar keine Waffe. Boah, Alter, ich will nicht. Boah. Ich will das nicht. Oh nein.
Oh nein. Bitte was? Bitte was? Bitte was? Bitte was? Ja, okay, das ist jetzt mehr Käfigkampf. Alter! Aua. Das hat so ein bisschen was von Doom. Okay, kann ich mit 1 und mit 1 und 2 kann ich auch umswitchen, okay. Ja, okay, das war jetzt weniger Horror. Das war jetzt gerade eher so Überleben von Resident Evil. Warum ist das hier so dunkel? Ah, Munition. Ach, cool. Kann ich nachladen? Nee. Okay. Ich hoffe, mir kommen jetzt keine neuen. So, ich gehe mal davon aus, oben kommen wir nicht rein. Hier haben wir noch was. Das ist auch für die, oder? Ja, okay. Ist für die 400 Ammo. Da, doch, da kommen wir hoch. Ah, cool. Das mag ich. Ist das ein Health Kit? Ja, Medikit. Super. Haben wir automatisch auch genutzt, glaube ich. Ah, cool. Ich hoffe, es hat keinen Nachteil, wenn wir die Taschenlampe anlassen. Weil ich sehe jetzt sonst keinen Nachteil da drin, sie aktiviert zu lassen. So. Ich hasse es wirklich, dass man hier nicht schleichen kann. C, nee. Shift-Steuerung, keine Funktion. Och nein, nach vorne ist wieder. Was wirft der da? Will ich mich verarschen? Aua. Oh. Da sind hier noch welche. Da nehme ich dann mal wieder. Du gewürzt mich nicht mit Scheißmessern. Also es gab ja Nachladen eigentlich als Funktion, als offizielle. Aber davon merke ich jetzt nicht so viel. Nee, ich bleib mal auf der Pistole. Schade, dass ich die Gegner nicht looten kann. Da vorne ist es jetzt weg, das heißt, alle Gegner müssen jetzt weg sein. Was ist das? Rifle Ammo, okay. Gott sei Dank, ich spiele auf easy, sonst wäre ich schon tot. Aber das hat jetzt bis jetzt noch wenig mit Horror zu tun. Aber ich bin da so ein Schisser, dass sogar das für mich Horror ist. Das ist wirklich traurig eigentlich. Ja. Da hinten geht es auch noch in den Raum. Ich frage mich, was diese roten Tentakeln sind oder Wurzeln. Ich denke mal, das sind Wurzeln. Ich frage mich, was die zu bedeuten haben oder ob die eine Bedeutung haben. Das Spiel ist ja jetzt nicht unbedingt bekannt oder so. Also muss es ja nicht sein, dass es eine gute Story hat oder so. Aber ja. So, da geht's anscheinend weiter. Ja, da ist eine Tür. Okay, das Medikit können wir nicht mitnehmen. Können wir hier was mitnehmen? Nee. Okay, dann. 450 Schuss haben wir jetzt was. Nice. Wo? Wo kommt ihr? Wo? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Was ist denn das für ein Parkour-Typ? Von der Behinderte. Tschüss. What the fuck? Die schießen ja. Hängt da gerade einer von der Decke?
Ne, der ist tot, oder? Ist der tot? Du willst mich doch mal verarschen, oder? Gibt's ja immer noch. Jetzt aber nicht mehr. Ich gehe mal Notfall. Ach, das Teil regt mich ein bisschen auf. Enge verzweigte Räume und Gegner da drin. Das ist genau. Fick dich. Alter, fick dich ins Knie. Oder ich nehme dann doch lieber die. Die ist nämlich so eine All-Round-Waffe. Nein, kommt nicht. Okay, aber 400 Schuss haben wir noch. Okay. Oh, wir sind gerade einfach gespawnt. Schön. So, was ist das für ein Ammo? Shotgun-Ammo. Okay. Hier haben wir noch ein bisschen Ammo. Für was? Shotgun. Okay, ich glaube, man sollte dann inzwischen doch auf der Shotgun bleiben. Schauen wir erstmal. Ob es vielleicht noch irgendwas hier gibt. Was ist das? Nichts. Kann man hier Gesundheit auftanken? Nein. Okay. Dann geht's weiter. Und ich spiele jetzt 11 Minuten. Das fühlt sich voll lange an. Ah, hier ist wieder so ein schöner Pussy-Raum, wo man sich verstecken kann. Nein, kann man nicht. Schade. Fast wäre es so ein schöner Pussy-Raum. Ah, hier ist noch ein Medikit. Brauche ich aber nicht. Gut. Schauen wir mal. Okay. Oh, ohne Taschenlampe ist das schon wieder super dunkel. Okay, hier haben wir nichts. Da vorne wird es wieder dunkel. Hä? Ich dachte, da wäre ein Schuss. Ahaha! Was wollt ihr, Freunde? Und wo kommt ihr denn? Alter! Was macht ihr hier? Oh, Alter! Die scheiß Parkourviecher! Was wollt ihr hier? Alter, was war das jetzt? Das war ja mal unerwartet. Wo kamen die her? Ich hab doch alle Türen abgesucht. Boah. Mach das nicht normal. So, dann haben wir hier endlich wieder. Oh, Gott sei Dank, Medikit. Okay, und was war das? Für welche Waffe? Ich glaube, für die Shotgun wieder. Okay. Aber das war jetzt echt sehr, sehr unerwartet. Hier mal wieder eine. Oh, für die normale Rifle. Okay. Hier war ich gerade. Glaube ich. Ich will nicht. Ach nein, kein Aufzug. Oh nein. Geht auf beiden Seiten auf, nee, nur auf einer. Och, Gott sei Dank, klares Grün. Oh nein, ich muss sogar bestätigen, das ist ja mal so anstrengend. Oh nein. Kann ich hier raus? Aber schön, dass wir keine Story vermittelt bekommen bis jetzt. Ich bleib hier. Ich bewege mich nicht mehr. Was haben wir eigentlich? Oh, wie, das ist cool. Ah, das verbraucht aber 2 Schuss, okay.
ist das hier? Ist das unser Arbeitsplatz oder... oder wohnen wir hier? Nein, ich glaube, das ist sehr unwahrscheinlich. Das Geräusch mag ich nicht. Und das Geräusch mag mich bestimmt auch nicht. Also kann das Geräusch ja wegbleiben. Oder ich. Ich müsste nämlich noch Minecraft aufnehmen. Dann kann ich ja auch wegbleiben und das Geräusch bleibt hier, okay? Und wenn beide zu Minecraft gehen, dann wird uns keine Freunde, werden uns keine Freunde. So. Und da kommen wir raus. Okay. Nein. Ach da, meine Freunde. Da war ich doch gerade. Wo kommt ihr her? Weg mit dir. Weg. Weg. Alle ganz weit weg, bitte. Weg mit dir. Ja, und du Parkour fliegst auch nochmal weg. Alter. Und du gehst auch weg. Mach deine Parkour-Rolle irgendwo anders. Da oben. Ups, oh nein. Ah, cool, damit kann man die stunnen. Das ist ja cool. Steht da oben noch einer? Nee, der ist anscheinend auch schon runter. Okay, dann war's das. Ja, da hinten ist wieder frei. Okay. Dann kann ich ja jetzt wieder zum Medipack gehen. So. Bis jetzt läuft das ganz gut, aber nur weil wir auf leichtem Schwierigkeitsgrad spielen. Ich glaube, auf meinem Schwierigkeitsgrad würde das jetzt ganz anders aussehen. Und vor allem haben wir nicht mehr allzu viel Muni. Für die Shotgun zumindest. Wir müssen vielleicht mehr mit der Rifle arbeiten. Das dauert ein bisschen länger, da muss man mehr laufen. Och nein, nicht schon wieder. Bitte, was bist du denn? Was warst du? Was seid ihr? Oh nein, ich habe noch nicht mal getroffen. Was bin ich denn, du? Weg. Freunde? Sehe ich jetzt nicht so? Nee. Das mag ich jetzt nicht so. Könnt ihr mal wegbleiben? Freunde? Ah, das war's, okay. Jetzt bräuchte ich vielleicht nochmal ein Medipack. Sehr dringend vielleicht sogar. Ist da Blut in der Mitte? Schön. Ah, da ist er einfach. Ich brauche mehr Shotgun-Ammo auf jeden Fall. Was haben wir denn hier? Oh, eine Minigun! Das heißt, es kommen jetzt irgendwelche doofen Gegner. Oder die gleichen Gegner wie eben, nur mit einer anderen Funktion. Ah, da oben aus der Wand kommen sie rausgeschissen. Das sieht sehr nach einem Käfigkampf aus. Shotgun-Ammo. Das gefällt mir. Was mir nicht so gefällt, ist die Löcher in der Wand. Jupp, genau jetzt. Fängt es an. Ich fange erstmal an. Vielleicht mit dem ganz normalen. Vielleicht doch nicht. Vielleicht doch eher die Shotgun. Hehehe.
Weg, 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 weg. Ja, okay, das ging jetzt. Nehmen wir mal für den letzten hier noch. Bitte weg. Bitte weg. Oh, da ist einer mit dem Messer. Aua. Stirb. Du auch. Ich halt einfach immer noch 450 Schuss habe. Du lebst noch. Von wo? Hä? Ist da jemand drin? Hat sagt er da oben. Und du bist ja. Das ist ja gemein. Steht einfach in der Wand drin. Boah, was ein Arschloch. Du lebst immer noch, oder? Jetzt aber nicht mehr. Ja. Okay. Was gibt's denn hier? Gibt's hier noch Medipack? Ist vielleicht nicht allzu wichtig. Ich komme immer noch nicht raus. Was habe ich übersehen? Also die Musik ist ganz gut. Ich verstehe jetzt noch nicht, was ich machen soll. Er ist doch tot, oder? Dann nehme ich mal die Muni hier mit. Vielleicht findet das was. Nö. Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich hier jetzt noch machen soll. Kann ich hier vielleicht von Geländer, kann ich aufs Geländer drauf und dann da rein? Oder muss ich das überhaupt? Ich weiß es nicht.